So Leute, da bin ich mal wieder mit einem kleinen, aber feinen Infovideo. Nämlich es geht, kleinen Moment, um die NBA-Geschichte, nämlich die hier. Da hatten wir die Möglichkeit, uns ein Team auszusuchen, für das wir quasi kämpfen wollen, wo wir auch die Aufgaben lösen, wo wir dann quasi, also sag schon, das Spray freischalten können, wenn wir drei Tagesaufgaben machen. Oder auch das Banner, wenn wir fünf Aufgaben freischalten. Der Luca hat mir gestern einmal gesagt, dass mein Team anscheinend auf Platz 3 ist. Und welches Team habe ich genommen? Wir gucken mal gerade zusammen. Ihr seht, Brooklyn Nets hat den dritten Platz erreicht. Mein Englisch, very well. So, dann gucken wir mal einfach, ob wir das Ganze jetzt einlösen konnten. Okay. Das hier war so meine Statistik. Zwei Siege geholt, okay. So, hier die zwei sind auch freigeschaltet. Dann werden wir mal gucken, ob wir die jetzt schon bekommen. Nein, ihr seht hier unten. Also, wenn ihr die auch schon freigeschaltet habt, dann ist natürlich das Problem, dass das Ganze bis zu 30 Tage dauern kann. Ist genauso wie mit dem Beast Cup. Es dauert immer ein bisschen, bis man das Ganze bekommt. Also, wenn ihr das freigeschaltet habt, einfach ein bisschen Geduld haben. Ich gehe jetzt mal gerade wieder zurück in Fortnite. Mal gucken, ob wir die V-Bucks jetzt schon haben. Nein. Also, wir werden die Rewards dann quasi die Tage bekommen. Oder wenn wir ganz viel Pech haben, erst in 30 Tagen. Das war eigentlich nur die kurze Info. Ich hau den Link dazu nochmal in die Videobeschreibung rein, dass ihr quasi für euch selber nachgucken könnt, wie das Ganze bei euch aussieht. Und hier seht ihr, wer bei den Lakers Glück hatte, hat da 500 V-Bucks bekommen, plus das Rückenaccessoire. Wenn ich das richtig sehe, dass das eins ist. Platz 2 war Chicago Bulls. Eins von den zwei wollte ich nehmen, aber wo ich das mir angeguckt habe, war das Problem, die zwei waren schon voll. Ich bin ehrlich, ich habe die Nets dann einfach genommen, weil es einfach das dritte Team war, was am meisten voll war. Da bin ich dann reingegangen. Ich hoffe, einige von euch hatten die Möglichkeit, durch mein Video auch noch ganz schnell bei die Nets reinzukommen. Wenn ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wen habt ihr genommen und welchen Platz hattet ihr am Ende. Vom Luca weiß ich, er hat mir gestern noch gesagt, er war hier unten irgendwo in dem Bereich. Wer war das schlechteste Team? Ich wollte nämlich erstmal, warte mal, 76er, wo sind sie denn? Die wollte ich erst nehmen. Zum Glück habe ich sie doch nicht genommen. Also, ich hoffe, ihr hattet Glück. Ich habe auf jeden Fall meine Items freigeschaltet. Bin mal gespannt, wann sie ankommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.